Wie steht es um das jüdische Leben in Deutschland 70 Jahre nach Kriegsende? Das will die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag auf einem Kongress mit geladenen Gästen erörtern. Sichtbare Zeugnisse jüdischer Kultur wie Synagogen oder andere Einrichtungen im Straßenbild sind, denke ich, insofern ein positives Zeichen. Doch es gibt auch Negatives zu berichten. So hat sich die Zahl der antisemitisch motivierten Übergriffe sehr deutlich erhöht. Rund 80% der Taten kommen aus dem rechtsextremen Milieu. Aber auch im muslimischen Umfeld sind Ressentiments gegen Juden keine Seltenheit, sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Bei den Demonstrationen gegen den Gaza-Krieg im Sommer 2014, auch hier in Berlin, am Brandenburger Tor, trat in unerträglicher Weise ein offen zur Schau gestellter Antisemitismus zutage, der sogar in einer Parole Hamas, Hamas, Juden ins Gas gipfelte. So etwas darf nicht sein, ganz besonders nicht in Deutschland, sagt Unionsfraktionschef Volker Kauder. Ob Protestant oder Katholik, ob Muslim oder sonst irgendetwas, in unserem Land darf nicht unwidersprochen und ungestraft noch einmal der Satz gesagt werden, Juden raus. Das darf in unserem Land nicht passieren. Schon an den Schulen müsse man ansetzen. Das Wort Jude werde hier zunehmend von muslimischen Kindern als Schimpfwort benutzt, berichtet eine jüdische Lehrerin aus ihrem Alltag. Also es ist unglaublich, wie tief der Hass verwurzelt ist. Abgesehen von dem Schimpfwort Jude gibt es solche Bemerkungen wie, also wenn ich einen Juden auf der Straße sehen sollte, werde ich ihn töten. Kein Kind werde mit antisemitischen Ansichten geboren, betont der Vorsitzende des Zentralrates der Juden, Josef Schuster. Er fordert Präventionsprogramme und bedankt sich für die gelungene Veranstaltung der Unionsfraktion. Wir wissen, dass wir uns beim Kampf gegen Antisemitismus auf die Bundesregierung und die Unionsfraktion verlassen können. Die Frage in der Überschrift der Veranstaltung beantwortet Schuster eindeutig. Ich sehe jüdisches Leben in seinem Bestand in Deutschland heute nicht gefährdet, nicht akut gefährdet. Es gibt allerdings Tendenzen in der deutschen Bevölkerung, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, antisemitische Tendenzen, die, und zwar viel weniger, glaube ich, eine Bedrohung für die jüdische Gemeinschaft und jüdischen Gemeinden darstellen, aber eine Bedrohung für die Gesamtgesellschaft. Die gilt es hier versuchen an der Wurzel zu packen und so weit wie möglich zu eliminieren.